Добрый вечер, ну у нас добрый день, уважаемые телезрители. Добро пожаловать на очередную передачу «Берлинские окна». Передачу, как вы видите, сегодня не в студии, а в стенах Бундестага. И наш сегодняшний гость, член Бундестага, доктор Нильс Шмидт, он не только является бывшим президентом, вице-президентом земли Баден-Вюртемберг, но и вот теперь член Бундестага, отвечающий за вопросы внешней политики. Ну и поэтому мой первый вопрос будет к нему об этой теме. Herzlich willkommen, Herr Dr. Schmidt, bei uns in unserer Sendung. Das ist eine Premiere, wenn ich das richtig verstehe. Sind Sie zum ersten Mal beim russisch-deutschen Sender? Oder ja, haben Sie ich es freue schon? Mich sehr, dass ich bei Ihnen sein kann. Ich bin zum ersten Mal dabei. Ja. Ja. Herr Schmidt, Sie sind seit dieser Legislaturperiode im Bundestag und verantworten die außenpolitische Linie der Fraktion. Wie wird man eigentlich zum Außenpolitiker in der SPD? Ich habe mich immer für internationale Fragen interessiert. Ich war lange Zeit in der Landespolitik in Baden-Württemberg tätig, dort eher mit dem Schwerpunkt Finanz- und Wirtschaftspolitik. Mhm. Allerdings habe ich in meiner fünfjährigen Amtszeit als Wirtschaftsminister viele Auslandsreisen gemacht, darunter auch nach Russland. Mhm. Und habe deshalb ein gutes Gespür für internationale Fragen. Und da ich selber mit einer Deutsch-Türkin verheiratet bin, kenne ich auch die Türkei und andere Länder ganz gut. Und ich habe dann die Chance gesehen, im Bundestag Außenpolitik zu machen, bin im Auswärtigen Ausschuss und freue mich, dass dann auch meine Fraktion mich zum außenpolitischen Sprecher gemacht hat. Wir freuen uns auch. Warum die Frage ist, weil der Außenminister, Herr Maas, ist ja auch eigentlich kein Außenpolitiker vom Hause aus. Ne? Er war ja Justizminister, jetzt ist er Außenminister. Sie waren ja auch Vize-Premierminister eines großen, wichtigen Bundeslandes, aber trotzdem sozusagen kein Außenpolitiker. Ist das jetzt so der neue Trend in der Partei, dass man die Leute in die Außenpolitik von außen holen möchte, oder? Nein, ich glaube, niemand wird in der Außenpolitik tätig, der nicht viel mit internationalen Themen zu tun hatte. Bei mir ist es so, dass ich sehr viel mit Frankreich zusammengearbeitet habe, wie gesagt, mit der Türkei. Und dass ich auch während meines Studiums viel Europa und Völkerrecht gemacht habe. Daher kommt dieses Interesse. Und da Baden-Württemberg das Bundesland ist, das den höchsten Exportanteil hat, ist es klar, dass wer in Baden-Württemberg Politik macht, sich um die Welt kümmern muss, weil davon hängt ja unser Wohlstand auch in Baden-Württemberg und Deutschland ab. Das stimmt. Machen wir ein bisschen Werbung für Baden-Württemberg. Bosch, Daimler, Porsche, natürlich ja. Für die Fans von schnellen Autos. Ja. Alle unsere Zuschauer, die autoaffin sind, kennen sicherlich Baden-Württemberg. Sie haben gesagt, Sie haben eben auch Reisen nach Russland unternommen und Russland ist naturgemäß auch einer der Schwerpunkte Ihrer Arbeit. Ohne Russlandpolitik kann man heutzutage nicht arbeiten. Sie haben in einem Interview gesagt, dass Ostpolitik eins der Kernthemen der sozialdemokratischen Politik ist. Wie kommt es eigentlich, warum Ostpolitik, warum nicht Westpolitik, warum nicht die Türkeipolitik? Sie wissen, dass manche die SPD für sehr russlandfreundlich halten. Wie erklären Sie diese Tendenz? Na, die Ostpolitik ist eine Erfindung der SPD. Die Westbindung Deutschlands, also der Beitritt zur Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und zur NATO, war etwas, was unserer CDU-Regierung vorangetrieben worden ist, während dann durch Willy Brandt und Egon Bahr die Entspannungspolitik mit der damaligen Sowjetunion und dem damaligen Ostblock vorangetrieben worden ist. Und das ist eben eine Neuerung in der deutschen Außenpolitik, die auf die SPD zurückzuführen ist. Und deshalb sind bis heute die Beziehungen nach Osteuropa und nach Russland für die SPD besonders wichtig, weil wir bis heute davon überzeugt sind, dass in der Außenpolitik Dialog, vertrauensbildende Maßnahmen, gerade auch bei widerstreitenden Meinungen, auch bei gegensätzlichen Meinungen besonders wichtig sind, weil wir dafür eintreten, dass man Konflikte friedlich löst und dass man nicht über militärische Aufrüstung immer mehr in eine Konfliktspirale hineingetrieben wird. Ist das bei anderen Parteien anders in Deutschland,
Ich dachte, in Deutschland sind alle Parteien ziemlich friedlich. Das ist, friedlich sind sie alle, das ist wahr. Entmilitarisiert. Ja, also, außer vielleicht eine. Ja, und es, nein, es gibt in Deutschland über alle Parteigrenzen hinweg eine große Zurückhaltung, was Militäreinsätze anbelangt und auch der Einsatz für friedliche Streitbeilegung. Aber historisch gesehen war es eben die SPD, die damals diese Ostpolitik, wenn man so will, erfunden hat und dann auch in die Tat umgesetzt hat. Allerdings haben sich ja die Rahmenbedingungen für diese Ostpolitik geändert. Damals galt der Satz, wer nach Warschau will, muss über Moskau reisen, weil man natürlich im Ostblock mit der Sowjetunion Fragen besprechen musste, die auch den gesamten Ostblock anbelangt. Heute sind die osteuropäischen Staaten souverän. Wer also mit Warschau reden will, muss direkt nach Warschau gehen oder geht über Brüssel, weil ja Warschau und oder Polen... Oder manchmal über Washington. Ja, jedenfalls ist Polen jetzt am EU-Mitglied. Das heißt, wir haben natürlich eine ganz andere Gemengelage und eine ganz andere Situation als in den 70er Jahren. Und deshalb ist Ostpolitik heute anders auszulegen als damals. Die Länder wie Tschechische Republik, Slowakei, Polen, Ungarn, auch die baltischen Staaten sind souveräne Staaten und NATO-Bündnispartner, Mitglieder der EU und sind damit eigentlich Teil der EU-Politik geworden. Ja, und das Verhältnis zu Russland wird dadurch bestimmt, dass man eben direkt mit Russland redet und nicht mehr sozusagen mit der Sowjetunion oder der Vormacht eines Militärbündnisses, eines Blocks. Und wir dürfen, wenn wir mit Russland Beziehungen pflegen, nicht vergessen, was unsere osteuropäischen Partner denken. Man kann nicht über die Köpfe der Osteuropäer hinweg Politik mit Russland machen. Aber trotzdem bleibt natürlich eine historisch gewachsene Beziehung zu Russland, also traditionell enge und freundschaftliche Bindungen auch zwischen Menschen beider Länder. Kanzler Schröder. Ja, aber auch viele andere, ich sag mal, Bürger des Landes. Das bleibt wichtig, aber was eben auch zunehmend spürbar wird, ist, dass Russland sich bewusst nicht als Teil des Westens versteht, sondern sehr eigenständig Politik macht. Und was uns besorgt, ist eben, dass Russland sehr stark in Einflusssphären denkt, während wir eben auf die Eigenständigkeit der Staaten, die auch nach dem Wegfall der Mauer und nach dem Wegfall des Ostblocks entstanden sind, Wert legen. Also man kann ja nicht einfach ignorieren, was Polen, was Ukraine oder andere Staaten vorhaben. Ist das eine Neuerung? Ist das gewissermaßen ein Bruch mit dieser Linie des Wandels durch Annäherung von Willy Brandt, wenn Herr Maas zum Beispiel bei seinem Amtsantritt sagt, ja, also ich bin nicht wegen Brandt in dieser Partei, sondern zum Beispiel wegen der Erinnerung an den Holocaust, also sozusagen eine ganz andere Begründung auch der außenpolitischen Identität. Und wir kennen ja die Konflikte innerhalb der Partei, die sich an Russland abarbeiten. Ist das etwas, was sozusagen neue Gesichter, Schröder ist weg, Gabriel ist weg und jetzt kommt eine Korrektur? Nee, es ist keine Korrektur, aber klar ist, jemand wie Heiko Maas oder ich kann nicht wegen Willy Brandt in die Partei eingetreten sein, weil wir einfach zu jung dafür sind. Ja, also viele sind in den 70er Jahren wegen Willy Brandt eingetreten, das ist richtig. Aber da war ich ein kleines Kind und Heiko Maas war ein kleiner Junge. Ja, also insofern kann er das gar nicht sein. Aber die Grundsätze der Ostpolitik, die bleiben, nämlich dass man auf Verständigung Wert legt, dass man auch eine historische Verantwortung gegenüber Russland hat, ja, aufgrund der Gräueltaten des Naziregimes in der Sowjetunion. Und, das bleibt und dass wir auf Dialog setzen. Es ist nur so, dass die Zeiten sich geändert haben und dass insbesondere durch die Annexion der Krim, durch die Intervention in der Ostukraine, Russland sich natürlich von den Regeln der KSZE, also der gemeinsamen vereinbarten Sicherheitsstruktur in Europa, verabschiedet hat und dass deshalb wir auch diese Punkte klar benennen müssen. Trotzdem ist ja Heiko Maas einer der
genauso wie andere sozialdemokratische Außenpolitiker, also nehmen wir Steinmeier zum Beispiel als Außenminister, auf Dialog setzen. Also er war bei Lavrov. Und natürlich wollen wir zusammen mit den Russen die schwierigen internationalen Fragen besprechen. Mhm. Wir wissen, dass wir in der Ostukraine nur vorankommen, wenn Russland mitmacht. Ja, das ist ja gerade das Problem, dass wir Russland dazu bringen müssen, das Minsk-Abkommen einzuhalten. Wir wissen, dass wir in Syrien ohne Russland keine Lösung finden werden. Das mag einem gefallen oder nicht, wie Russland in Syrien agiert, aber... Was können wir denn Russen, dem russischen Regime anbieten? Ich meine, Russland wird ja nicht einfach so mitmachen. Ja, das merken wir. Ja, ja. Kreml wird nicht einfach so mitmachen. Sie wollen irgendetwas. Was aus Ihrer Sicht wollen Sie und was können wir davon Ihnen bieten? Ich weiß nicht, ob wir so schnell die ganz großen Fragen lösen können. Ich glaube, dass wir in den letzten Jahren wechselseitig Vertrauen verloren haben, auf beiden Seiten. Und es gehört zur Wahrheit auch dazu, dass auf beiden Seiten Fehler gemacht worden sind. Es ist nicht nur die russische Seite, die Fehler gemacht hat oder auch Völkerrecht gebrochen hat, sondern wir haben von der europäischen Seite auch unterschätzt, zum Beispiel als es um die Frage der Assoziierung der Ukraine ging, dass eine Konkurrenz zwischen sozusagen einer EU-Anbindung und den Beziehungen zu Russland entstanden ist. Was hätte man anders machen sollen? Man hätte die Ukraine nicht so hart für die Wahl stellen müssen, entweder EU oder engere Bindungen oder enge Bindungen an Russland. Also wir sehen ja am Beispiel Armeniens, dass es möglich ist, sehr eng mit der EU zusammenzuarbeiten und gleichzeitig zum Beispiel der Eurasischen Wirtschaftsunion zu sein. So. Ich glaube, wir müssen darauf achten, dass wir diese Integrationskonkurrenz, also dass man entweder oder in diesen Beziehungen sozusagen erzwingt, dass wir das vermeiden, sondern dass wir versuchen, die zumindest auf der wirtschaftlichen Ebene die Zusammenarbeit in verschiedene Richtungen zu erlauben. Also ist das nicht ein bisschen ein Sphärendenken? Ich meine, wenn die Ukrainer sagen und Ukrainerinnen sagen, wir wollen, und das haben sie ja sehr klar und deutlich gesagt und gezeigt, wir wollen Europäer sein, wir wollen in der EU sein. Und sie haben gesagt, gerade nach dem, was passiert ist alles in Kiew, wir wollen mit Russland erst einmal in der Form nichts zu tun haben. Und dann würden Sie sagen, naja, wir müssen ja natürlich auf Russland ein bisschen Rücksicht, auf Moskau ein bisschen Rücksicht nehmen. Und wir handeln es halt mit Moskau aus. Die Ukraine-Wünsche sind uns erstmal nicht so wichtig. Nee, das habe ich ja nicht gesagt, sondern ich habe gesagt, mit Blick in die Vergangenheit wurden Fehler von beiden Seiten gemacht. Ich rede ja nicht von der aktuellen Situation in der Ukraine, ich rede von der Situation, bevor es zur Annexion der Krim kam, als die EU-Kommission der Ukraine gesagt hat, entweder du wirst assoziiert mit der EU oder du kannst bei der Eurasischen Wirtschaftsunion mitmachen oder ich sage mal wirtschaftliche Beziehungen zu Russland pflegen. Und dieses Denken in Alternativen hat natürlich den Konflikt verschärft. Natürlich soll jeder Staat im postsowjetischen Raum, ob Ukraine, Armenien, Georgien, Aserbaidschan, wie sie alle heißen, selber entscheiden, wie er sich einordnet. Allerdings kann es ja sinnvoll sein, wenn man einen Nachbarn Russland hat, auch mit dem zum Beispiel Wirtschaftsaustausch zu pflegen. Das ist ja naheliegend. Jetzt ist die Lage in der Ukraine natürlich völlig anders. Die Ukraine, viele Ukrainer sehen die Russen nicht mehr als Brüder oder Freunde, sondern das hat sich völlig gedreht durch die Intervention im Donbass und durch die Annexion der Krim. Aber ich glaube schon, dass wir nicht im Sinne von Einflussfähren, aber im Sinne von Zusammenarbeitsmöglichkeiten bei der Anbindung der Staaten der ehemaligen Sowjetunion an die EU etwas sorgfältig überlegen sollten, als wir es damals vor 2013 oder 2014 in der Ukraine getan haben. Und wir werden dieses Vertrauen, was verloren gegangen ist zwischen Russland und dem Westen oder Russland und Europa, nur Schritt für Schritt wieder aufbauen können. Und ich finde schon, dass gerade dort, wo Russland eine Rolle zu spielen hat, zum Beispiel in Syrien oder jetzt auch im Verhältnis zum Iran, wenn es um das Nuklearabkommen mit dem Iran geht, dass das auch wieder Anknüpfungspunkte für gemeinsames Vorgehen sein kann. Also Russland wie die EU haben ein Interesse, dass der Iran weiterhin keine Atomwaffen erwirbt. Russland
wie die EU haben ein Interesse daran, dass der syrische Staat nicht zerfällt, sondern dass es weiterhin einen syrischen Gesamtstaat gibt und wir nicht in eine Bürgerkriegssituation wie in Libyen oder im Irak hineinrutschen. Es gibt also Anknüpfungspunkte, wo man auch versuchen kann, gemeinsam Lösungen zu finden. Und dann kann man Schritt für Schritt wieder Vertrauen aufbauen. Was mir am meisten Sorge macht, ist die Aufrüstung, also die Aufrüstung im Bereich von Mittelstreckenraketen, die auch atomar bestückt werden können. Wir haben jetzt die Entwicklung in Kaliningrad gesehen. Wir haben in Kaliningrad die Entwicklung gesehen. Es gibt auch Vorwürfe von russischer Seite an die NATO, an die USA mit Raketenabwehrsystemen. Tatsache ist, dass der Schauplatz dieser militärischen Aufrüstung und auch der Schauplatz möglicher militärischer Konflikte Mitteleuropa ist. Und da ist dann Deutschland, Polen, also die Staaten in der Mitte Europas sind mittendrin. Deshalb haben wir gerade auch aus deutscher Sicht ein Interesse daran, diese Fragen der Abrüstung und auch die Lücken in Abrüstungsverträgen, zum Beispiel bei dem sogenannten INF-Vertrag über Mittelstreckenraketen in Europa, diese Lücken zu schließen. Also ich glaube schon, dass wir in solchen Fragen mit der russischen Seite ins Gespräch kommen sollten. Atomwaffen auf deutschem Boden? Ja, haben wir ja. Wir haben ja die NATO. Ja, aber manche fordern ja, dass wir da auch die Nuklearwaffen aus Deutschland verbannen sollen. Ja, also ich meine, wir sind halt Teil der NATO und es gibt diese nukleare Teilhabe innerhalb der NATO. Das heißt, alle NATO-Staaten sind unter dem nuklearen Schutzschirm der Amerikaner. Deshalb wird es erstmal dabei bleiben, wie es ist, nämlich dass auch Nuklearwaffen in Deutschland stationiert sind. Ja. Dr. Schmidt, das hört sich alles sehr rund an. Das ist sehr logisch, sehr freundlich, aber auch bestimmt. Ich frage mich, woher dieser Streit oder diese Meinungsverschiedenheiten in der Partei, in den Parteistrukturen, wovon man liest, was zum Beispiel das Verhältnis zu Russland angeht. Es gab in der SPD immer eine gewisse Bandbreite. Also es gibt Leute, die besonders stark auf Russland zugehen wollen, andere Leute, die das etwas kritischer sehen. Aber von den Grundsätzen her, dass wir Dialog brauchen, dass wir aber auch für unsere Werte und vor allem für die Regeln, die wir uns gemeinsam in Europa gegeben haben, einstehen wollen, ist klar. Und deshalb bin ich ganz sicher, dass Heiko Maas das genauso machen wird wie andere auch. Und eins ist auch klar, Gerhard Schröder hat ja nicht den Anspruch, die SPD-Politik zu vertreten. Das sagt er auch selber, er ist ja nicht mehr SPD-Vorsitzender, er ist auch nicht mehr Bundeskanzler, sondern er sieht sich als persönlicher Freund von Putin, er sieht sich auch als einer, der sich dort in die Wirtschaftsbeziehungen engagiert, das ist legitim. Und davon profitiert. Auch das ist legitim. Andere engagieren sich auch in Wirtschaftsbeziehungen und profitieren davon. Das ist alles legitim. Aber er erhebt gar nicht den Anspruch, für die SPD zu reden. Ja? Also insofern, aber die SPD distanziert sich ja auch nicht von ihm und von ja auch seinen gar nicht. Geschäften. Ja, müssen wir ja auch gar Sie, nicht. Also wir, es ist ja nicht nur die SPD, sondern Deutschland zum Beispiel besteht ja weiterhin auf diesem Projekt Nord Stream 2. Zum Beispiel, wenn wir die Ostpolitik sozusagen breiter verstehen, viele Ostnachbarn sehr große Bauchschmerzen haben. Und trotzdem ziehen wir es durch, ja, und setzen dadurch die Linie vom Kanzler Schröder in einer anderen Form fort. Ja, aber das war auch die Linie von Helmut Kohl und von Franz Josef Strauß. Es war immer deutsche Politik, dass man Erdgas- und Erdöllieferungen nicht in den Konflikt hineingezogen hat. Man hat immer, selbst in den kältesten Zeiten des Kalten Krieges, gab es bei der Lieferung von Erdgas und Erdöl Kontakte zu Russland. Es war auch durchaus immer sinnvoll, denn es schafft eine Abhängigkeit auch Russlands oder der damaligen Sowjetunion von diesen Exporten. Und die Abhängigkeit Russlands ist höher als umgekehrt. Also, ich meine, wenn man sich anschaut, wie die Wirtschaftsstruktur von Russland ist, sie ist halt sehr stark Öl- und Gasbasiert, dann ist so eine wechselseitige Abhängigkeit bei solchen Rohstoffen
hat auch eine sozusagen mildernde Wirkung. Deshalb haben Aber die Einwände von Polen und von den Ukrainern sind ja einer anderen Natur. Da geht es ja nicht darum, Russland zu binden oder nicht, sondern auf Kosten deren Interessen Politik zwischen den Großmächten sozusagen zu machen. Ja, genau. Deshalb ist es auch richtig, dass jetzt die deutsche Regierung viel deutlicher sagt, dass das nicht nur ein rein kommerzielles Projekt ist, sondern dass es eine politische Dimension hat. Das war vielleicht auch ein Fehler, dass man das in den vergangenen Jahren nicht so deutlich gesagt hat, wo man einfach nur gesagt hat, es ist ein kommerzielles Projekt, wir mischen uns nicht ein. Tatsache ist, es hat eine außenpolitische Dimension, eine europäische Dimension, weil immer die Frage ist, was bedeutet es für den Transit durch die Ukraine? Was bedeutet es für die Versorgung osteuropäischer Staaten? Und deshalb habe ich überhaupt nichts dagegen, dass diese Gasleitung gebaut wird. Wir haben bloß innerhalb der EU die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass das Gas, was dann in dem Fall in Deutschland ankommt, dass es auch in die Slowakei, nach Polen, vielleicht auch nach Südosteuropa, nach Österreich, Ungarn und so weiter geleitet werden kann. Das ist eine Aufgabe, die aber lösbar ist. Ja? Also, aber warum sollten wir nicht das Gas in die EU nehmen und dann verteilen? Frau Kanzlerin hat ja zwei Bedingungen gestellt. Ne? Sie hat ja gesagt, das Projekt wird weitergehen, aber nur unter zwei Bedingungen. Ich glaube, Vielfalt, sozusagen so eine Diversität der Versorgung muss gesichert sein und auch eine ukrainische Route muss gesichert sein. Ja, was passiert, wenn es nicht passiert? Weil Putin hat ja bei einem Gespräch mit denen danach sehr schwammig geantwortet. Ja, aber also können wir dann stoppen, das Projekt? Also was passiert, wenn diese zwei Bedingungen nicht erfüllt sind? Das sind ja nicht Bedingungen, die das Projekt dann zum Kippen bringen, aber ich bin ganz sicher, dass wir mit dem Transit in der Ukraine eine Lösung finden. Da müssen wir auch investieren. Also ich glaube, dass wir die Leitung in der Ukraine auch erneuern müssen. Aber es gibt auch kein Recht, sozusagen kein naturgegebenes Recht der Ukraine, dass Gas aus Russland durch die Ukraine geleitet wird. Ich meine, das ist ja auch komisch. Ja? Das ist ja russisches Gas. Die Russen können das nach China leiten, wenn sie wollen. Sie können es zum Nordpol leiten, wenn sie wollen. Ja? Sie können es auf Schiffe packen und wohin verschiffen, wenn sie wollen. Also ich habe auch den ukrainischen Freund, ich war auch in Kiew, ich habe den ukrainischen Freund gesagt, also Leute, ich verstehe die Interessen, ja, und ich finde auch, man muss die Interessen berücksichtigen, aber zu tun, als wäre das ukrainisches Gas und es muss durch die Ukraine geliefert werden, das ist, also ja. Warum, ja, also das ist, die Ukraine hat selber Erdgas, ja, ich bin auch dafür, dass wir der Ukraine helfen, dieses Erdgas zu fördern, ja. Aber es gibt jetzt kein naturgegebenes Recht, dass das Gas durch die Ukraine fließt. Aber es gibt Interessen der Ukraine, die berücksichtigt werden müssen. Und ich finde es, wie gesagt, gut, dass jetzt die deutsche Regierung das stärker auch vorbringt. Weil in der Anfangszeit hat man das sozusagen weggeschoben und nur gesagt, es ist ein kommerzielles Projekt. Und es war von Anfang an auch ein politisches Projekt, ja. Und durch die Zuspitzung der Ukraine-Krise ist es noch politischer geworden, ja. Also deshalb ist es auch, glaube ich, im russischen Interesse, dass man diese politische Dimension anerkennt. Und die Signale sind ja auch so, dass man einen Transit durch die Ukraine weiterhin ermöglichen wird. Ja. Wie immer bei diesen Themen, wenn man mit Politik gegenüber Russland anfängt, kommt man zu anderen Themen gar nicht. Und deswegen wollte ich nur in den letzten verbleibenden Minuten noch einen Schritt zurück machen. Wir haben ja über Russland gesprochen, über die Ukraine, über Polen, als wären das alle so normale, rationale Akteure. Aber es geht ja nicht nur darum, es geht in internationalen Beziehungen auch um Werte. Und wenn wir jetzt darauf schauen, wie sich bestimmte Staaten, auch unsere Verbündete, zum Beispiel die Türkei, verhalten, hat man das Gefühl, dass wir in der Verteidigung sind. Also es geht ja nicht nur darum, wer Gas bekommt oder nicht, sondern wer Gas bekommt. Sozusagen, wer steht hinter, was für ein Regime das ist. Machen Sie sich Sorgen über die Menschenrechtslage dort, aber auch über die Interventionen von außen in die Europäische Union? Also ich mache mir nicht direkt Sorgen, aber es ist schon spürbar, dass es eine neue Faszination für das Autoritäre gibt. Das spürt man in der Türkei, das spürt man in Russland, auch in Amerika, auch innerhalb der Europäischen Union. Eine Faszination für vermeintlich starke Führer.
Ich glaube, dass die Demokratie stark genug ist. Wir müssen uns aber dazu bekennen. Wir müssen diese Werte auch formulieren und deutlich machen, dass wir hinter diesen Werten stehen. Und jetzt nehmen wir mal die Ukraine. Ich bin 1989 das erste Mal in der Ukraine gewesen. Ich war im Schüleraustausch in Poltawa, damals noch Sowjetunion, ja, und habe die Ukraine immer wieder besucht. Und als ich jetzt das letzte Mal in der Ukraine war, habe ich schon auch gespürt, dass es eine Tendenz gibt, von vielen Ukrainern sich ganz stark an Europa auszurichten und sich zu diesen europäischen Werten zu bekennen. Und deshalb verdient jetzt die Ukraine unsere Unterstützung. In der Türkei, ein Land, das ich auch sehr gut kenne, hat zwar Erdogan ganz knapp Wahlen gewonnen, aber viele in der Türkei setzen auf Europa, wollen Teil von Europa werden, streben EU-Beitritt an. Das zeigt auch an, dass diese Werte unverändert attraktiv sind. Und wir sollten solche Länder nicht im Stich lassen, sondern unterstützen. Aber was machen wir gegen ganz klare Interventionen? Gut, wir haben jetzt einen amerikanischen Botschafter, der auch ähnliche Töne von sich gibt, aber er hat sich noch nicht mit AfD-Leuten getroffen und sie beraten, wie das die russischen Kollegen hier auf der anderen Seite der Straße tun. Der hat keine Sender, die auch bewusst sozusagen hineinbringen den Streit und Spannung in die deutsche Gesellschaft. Was konkret können wir machen? Denn das ist auch ein Teil der heutigen Außenpolitik. Ja. Aber also bei Medien bin ich der Auffassung, das müssen wir ertragen. Also es gibt verrückte Medien oder Desinformation von verschiedener Seite. Also deshalb sollen die hier senden, was sie wollen. Es entscheidend ist, dass wir die Bürger stärken, dass sie sich eine eigene Meinung bilden können über eine gute Ausbildung, eine gute Medienerziehung. Was wir nicht wollen, ist, dass direkt interveniert wird in politische Prozesse. Deshalb verstärken wir die Cyberverteidigung in Deutschland und in der NATO in alle Richtungen, denn wir wissen, dass nicht nur von russischen Hacker-Teams, sondern auch aus anderen Richtungen versucht wird, entweder in die Wirtschaft oder auch in die öffentliche Verwaltung rein sich einzulocken. Also da müssen wir uns natürlich schützen. In Fake News, also so wie Lisa-Fall, das kam ja über russische Medien und dann in Baden-Württemberg und überall demonstriert. Ja, und die Bürgermeister in den baden-württembergischen Städten wussten gar nicht, wie ihnen geschieht, weil sie gar nicht wussten, um was es geht. Na gut, aber das ist ja ein russisch halbstaatlicher Sender. Ja. Sie treffen sich mit Ihren Kolleginnen in Moskau und Kollegen. Was sagen Sie ihnen? Stoppt intervenieren oder was? Ja, ich sag, dass wir das nicht gut finden. Und es gab ja auch dann jetzt im Wahlkampf kaum Interventionen, also keine nachvollziehbaren Interventionen. Aber ansonsten müssen wir leider mit solchen Desinformationen erstmal leben und das können nur die Bürger selbst sozusagen sich selbst dagegen stärken. Aber das Entscheidende ist, glaube ich, dass wir insbesondere gegenüber Russland auch deutlich machen, dass sie die EU nicht spalten können. Also dass wir deutlich machen, wir lassen uns nicht auseinander dividieren. Deshalb bleiben wir auch bei der Krim-Frage oder bei der Frage Minsk-Vereinbarung beieinander. Skripal. Ja, oder bei Skripal. Das ist auch ein wichtiges Signal, dass man auch, wer immer das macht, ob das von Russland ausgeht oder vielleicht auch mal von anderer Seite, dass wir sagen, das wirkt nicht. Also wir sind stark genug, als Gesellschaft und als demokratischer Staat dagegen zu halten. Und AfD-Wähler wird man nicht überzeugen, indem man ihnen sozusagen andere Fernsehsender anbietet oder so, sondern wird sie nur überzeugen, wenn man ihre Ängste, wenn man ihre Ängste aufgreift. Ja, also die AfD wird ja nicht deshalb gewählt, weil sie russlandfreundlich ist, sondern das ist nur der Auswuchs einer Enttäuschung, einer Verunsicherung, eines Frustes, der sich aus anderen Erfahrungen speist, die mit Russland erstmal wenig zu tun haben. Ja, wenn Leute meinen, sie haben keine Zukunftsperspektiven für sich und ihre Kinder, dann wendet man sich solchen Parteien und solchen Haltungen zu. Und die große Herausforderung ist jetzt nicht, sozusagen die Fake News von wem auch immer zu verhindern, sondern die große Herausforderung ist, dass Bürgerinnen und Bürger dieses Landes
sich auch weiterhin hier wohl und geborgen fühlen, dass sie in Deutschland für sich und ihre Kinder gute Lebenschancen finden. Das ist das Entscheidende. Ja. Vielen Dank, dass wir hier sein durften. Wir fühlten uns gut und geborgen bei Ihnen zu Gast hier im Bundestag. Ich hoffe auf die Fortsetzung des Dialogs, denn für viele unserer Zuschauer ist das wichtig, direkt in Dialog mit unseren eigenen Politikern und Politikerinnen zu treten. Dafür herzlichen Dank. Gerne, danke auch. Danke Ihnen. Ну а вам, уважаемые телезрители, желаю хорошей недели, как всегда, и надеюсь, что мы увидимся на следующей нашей передаче, или я, или коллеги, которые меня здесь иногда замещают. Всего самого хорошего, хорошего вам лета. До свидания.